Ja, ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier mit mir, Helmer Rudolph, im Rahmen der Dreizack Chronik aus dem Schatzimmobil. Das Bärchen passt hinten auf, das ist mal wieder ganz schön. Wir sind unterwegs zurück ins Wendland. Der Titel, wir machen das oben dicht, der Titel dieses heutigen Videos lautet wieder im Rahmen unserer kleinen Hilfeserie: Hilfe, ich sehe nur Perfektion. Ich denke mal, das wird so den einen oder anderen von euch oder dich überraschen. Weil wenn du dich umschaust in der Welt, kann es einem ja nicht außer auffallen, das war jetzt leider aus dem Englischen so, it cannot but, auffallen, dass bestimmte Dinge einfach schief, schlecht oder falsch laufen. Na, wir gucken uns an, was bis auf wenigen Ausnahmen in den Ländern für eine Politik betrieben wird, ob das nur Amerika ist oder England oder Frankreich oder Italien oder Deutschland. Wir gucken an, wie hier Inkompetenz und Ideologie regiert, wie die Demokratie unterhöhlt wird und so weiter und so fort. Und sicherlich sehen wir das auch am Arbeitsplatz. Wir sehen das auch in der Familie, zwischenmenschliche Beziehungen, den Stress, den man hat mit Menschen oder hoffentlich auch nicht. Oder man sieht es einfach nur, wenn man morgens mal im Badezimmer auf die Waage steigt oder in den Spiegel guckt. Überall sehen wir, und das muss doch gar nicht mal irgendwie was Negatives sein, ob das nur Politik ist oder das eigene Gewicht oder die Beziehung. Es kann ja auch sowas sein wie, okay, jetzt haben wir hier ein Auto oder ein Telefon oder eine Kamera. Das wollen wir jetzt verändern und verbessern. Ja, denn wie wäre das sonst entstanden, wenn nicht durch eine konstruktive Unzufriedenheit und einen Wunsch und einen Willen, Dinge zu verändern und zu verbessern? Das hat ja all das hervorgebracht. Warum dieser Titel Hilfe, ich sehe nur Perfektion? Das ist, und da hebe ich mich sicherlich nicht hervor, weil ich nicht der Einzige bin, der das sieht, das Zeichen eines entwickelten Bewusstseins, dass alles, was du siehst, von dir als perfekt bezeichnet wird. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, weil Perfektion, das wird so ein bisschen semantisch jetzt, ist nicht das gleiche wie Vollkommenheit. Man könnte sagen, es wäre das fremdsprachige Wort Perfektion und Vollkommenheit wäre das deutsche Äquivalent davon. Äquivalent ist natürlich auch kein deutsches Wort, aber das nur mal so am Rande. Also zumindest für mich, wenn ich von Perfektion spreche, dann spreche ich von einer zeitlich begrenzten Vollkommenheit. Macht das Sinn? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das heißt, es ist jetzt vollkommen in Ordnung, so wie es ist, aber es muss nicht so bleiben und es wird auch nicht so bleiben, weil ja wieder der kreative Geist eingesetzt wird, um diese Sache zu verändern und zu verbessern. Das heißt, nach der Manifestation, um das in der Numerologie auszudrücken, nach der Manifestation der 10 kommt die Veränderung und Verbesserung des Bubens auf einer höheren Ebene, weil die 10 eben noch Punkte hat und der Bube ist eine Gesichtskarte, eine Hofkarte, die sich ja abhebt von den gemeinen unteren Nummern. Gemein, nicht im Sinne von gemein, sondern im Sinne von gemein. Und so, überall, wo du hinschaust, wo ich hinschaue, sehe ich Perfektion, denn es ist alles vollkommen in Ordnung, so wie es ist zu diesem Zeitpunkt. Und selbst wenn es nur dafür da ist, um dich darauf aufmerksam zu machen, dass es nicht so bleiben soll. Oh, ich sage das nochmal. Und wenn es nur dafür da ist, dich darauf aufmerksam zu machen, dass es so nicht bleiben soll.
auch dann hat es seinen Sinn erfüllt, seinen Zweck und darf eben verändert und verbessert werden. Aber in dem Moment selber ist es perfekt. Ist es genau so, wie es sein soll. Genauso wie das Auto jetzt so, damals als es gebaut wurde, perfekt war. So wie es ist, weil es ja verwirklicht wurde. Aber es wurde dann eben verändert und verbessert. Oder vielleicht auch stilistisch verschlimmert. Das kann natürlich auch sein. Es geht aber nicht um das Detail, sondern es geht hier mehr ums Prinzip. Und das Prinzip hilft uns mit Dingen, auch wenn sie uns nicht gefallen oder gerade wenn sie uns nicht gefallen, wie ist das Wort? Nicht angenehm, nicht sorgsam, wohlwollend. Mit den Dingen wohlwollend umzugehen. Auch wohlwollend ist nicht genau das, was ich eigentlich sagen möchte. Will sagen, egal was du siehst, du lässt dich nicht zu etwas Negativem hinreißen, sondern du siehst es einfach nur als Zwischenstation zu etwas anderem. Weil die Dinge ja immer auf und ab gehen. Es ist ja alles in kontinuierlicher Bewegung, im Flux, in Veränderung. Und das heißt, dass eine Sache nie so bleibt, wie sie ist. Auch die positive Sache. Positiv gibt uns ein bisschen mehr Gewissheit, ein bisschen mehr Sicherheit und vielleicht auch eine gewisse Form von Permanenz, relativer Permanenz. Dauerhaftigkeit, Bestand, das wäre das deutsche Wort. Aber auch das wird sich ändern. Auch das ändert sich, auch das verbessert sich. Oder wenn es in einem bestimmten Zyklus ist, auch das geht dann zugrunde. Genauso wie das, was wir jetzt sehen, diese angebliche Demokratie, Freiheit, das sind ja beiden im Prinzip die Schlagwörter des Faschismus. Demokratie und Freiheit. Und für Demokratie und Freiheit beschneiden wir deine Freiheit und deine Demokratie. Aber um das nicht politisch ausarten zu lassen. Wir sehen ja auch das. Das geht jetzt auch dem eigenen Ende zu, weil es nicht anders sein kann. Aber auch das hat jetzt in sich selbst eine gewisse Form von Perfektion, die dann wieder durch etwas anderes vollkommen, ne, gemacht wird, vervollkommnet wird. Und so lässt du dich nicht mehr anfixen, triggern, sondern bist in der Lage, die Dinge als das zu sehen und für das zu sehen, was sie sind. Aber das ganze Negative, was ja auch perfekt ist, das Negative, hat nicht mehr, weil du es so entscheidest, die Macht oder die Kraft, an dich heranzukommen und deinen Gemütszustand negativ zu beeinflussen. Und das führt letzten Endes wieder zu einer Macht und einer Kraft in dir, weil sie dir ja durch deine Entscheidung nicht erst entzogen wurde, sondern sie bleibt ja bei dir. Und das hat natürlich dann auf ganz anderen Ebenen wieder ganz andere Auswirkungen. Wir resümieren nach 9 Minuten. Du beginnst, die Dinge als perfekt zu betrachten. Egal was, egal mit wem, von wem, wo, wie. Alles ist perfekt. Du weißt, dass das Negative noch weniger Bestand hat als das Positive. Das fällt zusammen, weil wie Hahnel so schön sagt im Master Key System, jeder selbstsüchtige Gedanken trägt den Keim der Niederlage in sich. Okay, hier sind es keine selbstsüchtigen Gedanken, hier sind es einfach nur schwachsinnige Gedanken. Und sie tragen den Keim der Niederlage in sich. Das ist unvermeidbar. Das heißt auch, diese Erscheinung ist auch täuschend, sie ist trügerisch. Sie geht flöten und sie geht, wenn es ihr an Prinzip mangelt, noch sehr viel schneller flöten als das, was Prinzip hat und was durch das Prinzip zumindest auf der Zeitlinie ein bisschen mehr Bestand hat, ein bisschen länger, etwas länger andauert und genossen werden kann, idealerweise.
du lässt dich nicht mehr anfixen. Weil du dich nicht mehr anfixen lässt, heißt das, dass du emotional ausgeglichen reagierst. Weil du emotional ausgeglichen reagierst, heißt es, dass dir die Energie nicht abgezogen wird. Weil dir die Energie nicht abgezogen wird, heißt das, dass mehr Energie für dich übrig bleibt. Und aus diesem Mehr schaffst du noch mehr. Weil du es kannst, weil du es willst und weil du eben das Feld dafür vorbereitet hast. Und so wird der wunderschöne Schuh draus. Einfach nur, weil du verstehst, wie es funktioniert. Einfach nur, weil du ein Bewusstsein entwickelst, das richtige Bewusstsein, angemessene Bewusstsein für dein Verhalten. Und das wirkt sich natürlich unweigerlich, dazu ist es ja da, auf deine Lebensqualität aus. Positiv. Dadurch, dass du die Dinge als perfekt betrachtest und ihn nicht mehr erlaubst, dir über die gefühlstechnische, emotionale Seite Energie abzuziehen. Was sonst ja schnell passiert, passieren kann, passieren wird, wenn man nicht Herr über sein Verstand ist, dementsprechend nicht sieht, was abgeht und dementsprechend nicht eingreifen kann, bevor es zu spät ist. Na? Ganz einfache, banale Sache und schwuppsdiwupps stehst du mit mehr Energie da, stehst du mit einer gewissen Überlegenheit da, stehst du mit einer gewissen Weisheit da und setzt so eine Energie weiter fort, die Prinzip hat, anstatt dich auf eine Energie einzulassen, der es an Prinzip mangelt, fehlt. Anstatt dass du dich emotional aufreibst, egal wo, ob das bei politischen Themen ist, ob das bei Beziehungsthemen ist, egal bei was, du siehst und erkennst die Perfektion an und das führt dazu, dass du mehr bei dir bleibst, dass dir die Energie, die Kraft, die Macht bei dir bleibt, über dein Bewusstsein und dass du die lebensrichtigen Ursachen dadurch setzt und die lebensrichtigen Ströme weiter mit Energie versiehst, sodass sie sich eben weiterhin auswirken können. Und das ist es schon. Ziemlich einfach. Aber manchmal darf eben auch auf das Einfache hingewiesen werden und sich damit befasst werden. Und Bewusstsein drumherum entwickelt werden. Und wenn ich einen Wunsch habe, ist, dass du dir jetzt im Anschluss an dieses Video vielleicht nicht gleich aufs nächste klickst oder gleich zum nächsten übergehst, sondern das ist jetzt ein kurzes Video mit 13,5 Minuten. Okay, bis es abgeschlossen wird, sind es wahrscheinlich dann doch 16. Aber dass du die nächsten 3-4 Minuten im Anschluss an dieses Video dir nochmal nimmst, alles ausschaltest, Telefon auf leise stellst und einfach dir die paar Minuten nimmst und dir darüber mal ein bisschen tiefer Gedanken machst, über die Perfektion in deinem Leben, dass alles perfekt ist. Auch das, was zunächst nicht den Anschein hat, weil du eben mit einer bestimmten Programmierung aufgewachsen bist und immer irgendwo Antagonisten gesehen hast und die auch als solche betitelt hast. Die können immer noch antagonistisch sein, aber das heißt noch lange nicht, dass du ihnen erlaubst, Energie von dir abzuziehen. Die Energie bleibt bei dir durch dein Bewusstsein. Du erkennst die Perfektion des Momentes, aber du erkennst eben auch die Flüchtigkeit des Momentes. Und diese Flüchtigkeit sorgt eben dafür, dass das ganze Negative, der ganze Dreck, eben auch weggewischt wird. Der muss sich immer wieder zeigen. Das ist genauso wie bei
dem, was wir mit Krankheit betiteln. Eine Krankheit ist keine Krankheit. Eine Krankheit ist ein Unwohlsein und das Unwohlsein ist hervorgerufen durch eine Selbstvergiftung des Körpers. Und der Körper schmeißt die Gifte raus. Teilweise nennen wir so einen Schwachsinn auch noch Viren. Obwohl es Virus kommt aus dem Griechischen, heißt Gift. Das heißt, wir haben uns vergiftet und der Körper reagiert auf die Vergiftung. Und was macht er? Er entzündet das, er setzt die Temperatur hoch und er schmeißt das raus. Und er schmeißt das raus eben über Inflammation, über Entzündungen. Das geht über die Haut raus, das geht über den Darm raus, das geht über die Leber raus, über die Niere raus, geht über die Lunge raus, über andere Öffnungen auch. So, und mit diesem Verständnis trennst du dich schon mal von deinem Körper. Ist ja schon mal grundsätzlich gar keine schlechte Sache, aber nicht auf Dauer, sondern einfach nur von der Überlegung her. Und dann nimmst du das Heft selber in die Hand und weißt genau, was vor sich geht. Das heißt, du lässt dich auch nicht mehr anfixen durch irgendwas. Du hast immer mehr Energie zur Verfügung. Du weißt, wie das Ganze zu handhaben ist. Du lässt dich eben auch nicht manipulieren. Von wem auch immer. Sondern du bleibst bei dir, du bleibst bei der Sache. Du bleibst freundlich, besonnen, überlegen, wissend, weise, verständnisvoll, liebevoll, hilfsbereit, unterstützend und so weiter und so fort. Und all das einfach nur dadurch, dass du die Perfektion des Momentes und der Situation und der Person oder der Konstellation erkannt hast und anerkannt hast. Das ist alles. Und es ist ziemlich geil, weil es wieder eine ganz einfache Sache ist. Genau, bin ich schon wieder abgewichen. Ich möchte einfach, dass du dir ein paar Gedanken darüber machst. Wo in deinem Leben lässt du dich noch anfixen? Wo in deinem Leben betrachtest du Situationen, Personen, Orte, Umstände als imperfekt und reagierst darauf entsprechend? Und wo kannst du hier noch ansetzen, logischerweise, um auch hier die Perfektion des Momentes zu erkennen, anzuerkennen und dann in deinem Leben zu verwirklichen und eben diese Verursachungskette, die ich gerade erwähnt habe, während ich die Ahrensee gefahren bin, nochmal nachvollziehst und erkennst, dass am Ende dessen einfach mehr Energie steht, mehr Freude steht, mehr Verständnis steht, all die ganzen positiven Eigenschaften oder Attribute. Das heißt, da steht eine Form von Belohnung dahinter. Und warum diese Belohnung nicht einfahren, wenn es doch so einfach ist? Ich nehme jetzt hier ein bisschen was von der Zeit weg, hast noch 2 Minuten, okay, das ist vielleicht einfacher, als sich da 4 Minuten Gedanken drüber zu machen, aber mach dir einfach mal Gedanken drüber. Ich verweise wie immer auf meine Webseite, verbleibe wie immer mit Peace and Blessings. Bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit eines der letzten Videos, die du von mir hier in Gänze siehst, wenn du es so siehst auf YouTube. Es kann auch durchaus sein, dass dieses Video schon im Mitgliederbereich gelandet ist und gar nicht erst auf einer öffentlichen Plattform erschienen ist. Aber das ist so der Übergangsbereich jetzt, der jetzt im Herbst, Spätsommer, Anfang Herbst 2024 stattfindet, nach einer langen Übergangszeit und einer langen Kontemplations-, das heißt Überlegenszeit, wo jetzt eine andere Strategie von mir gefahren wird, weil es einfach notwendig geworden ist. Aber du hast das erstmal mit auf den Weg bekommen, mach dir ein paar Gedanken darüber. Schau, wo du noch dich noch Trigger anfixen lässt, was dich noch triggert, warum es dich triggert und wo dir vielleicht in kleinem Maße, aber vielleicht auch in großem Maße Energie abgezogen wird. Und wie du jetzt daran gehst, auch in der Praxis, um diese Macht und Kraft wieder dein eigen zu nennen, um diese Sache wieder an dich selber zu ziehen, heranzuholen, damit du mit deinem Leben, mit den Umständen zufrieden bist, weil du erfolgreich bist. Weil du die Perfektion des Momentes erkannt hast, egal wie er sich gerade darstellt und durch wen er sich gerade darstellt. Die Kraft und die Macht, die bleibt bei dir, das ist deine. Und du erlaubst niemandem, außer vielleicht mal zeitweise,
dass diese Energie abzuziehen. Ob das die Familie ist, ob das der Boss ist, ob das irgendwelche Politiker sind, ob das irgendwo im Sport ist oder im Entertainment-Bereich, ob das der Partner ist, die Kinder, wer auch immer. Die Energie ist deine und sie bleibt bei dir. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank nochmal für deine Aufmerksamkeit, weiß ich sehr zu schätzen, weil 20 Minuten ist ja auch kein Pappenstiel mittlerweile geworden für die Menge. Ciao, ciao.